Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu The Council. So, in der letzten Folge, da haben wir einen kurzen, kleinen, aber feinen Körpertausch vollzogen. Und ja, wir sind jetzt wieder hier am Start und versuchen, den Brief an den Papst zu schreiben, den uns Mortimer aufgetragen hat. Wir haben unsere zweite Dämonenfähigkeit quasi angewandt. Und ja, ich würde sagen, die Briefe auf dem Schreibtisch haben wir schon gelesen. Gucken wir uns mal code composed of six letters den Code they an. Always write under the dates of their correspondence. According to Mortimer, it's got something to do with Piatti's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. Okay, so, denken wir erstmal über die Logik des Codes nach. In the letters from the Pope, there are six letters just below the date. Mm-hmm. Two just below the month, four others below the year. Piatti's tattoo, it must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Okay, nochmal nachdenken. Some figures are the same in both codes. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Yet, they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code. Okay, der Tag ist nicht kodiert, das muss der Schlüssel... Today the date is 24/01/1793. Der Tag ist der Schlüssel, das heißt A24, da müsste, das müsste, hier müsste es anfangen. So, jetzt muss ich aber erstmal, ich muss erstmal raffen, meiner Meinung nach, wie ich diese Codes hier kodiere und dann kann ich erst das, so... Sagen wir mal, wir fangen bei 17 an. 17 ist hier, ich weiß nicht, was das sein soll. Ein F, ein H, ich bin mir nicht sicher. Könnte auch ein E sein, ich weiß es hier. Sagen wir mal, wir fangen hier an. Dann ist die 0, das könnte hindern. Ah. Naja, aber, warte mal, ich gucke erst mal. So, warte. Das ist gar nicht so leicht, weil das Problem ist, ich dachte nämlich auch gerade, wir könnten das so easy peasy, weil es ist ja fast, ne, 01 und 1793, das würde ja super gut hinhauen, aber da das ja hier die 1 auch schon wieder nicht mehr das H ist und so weiter. Oder warte mal, versuchen wir mal, also 31, der Tag ist das, was den Code, also hier haben wir zum Beispiel 31i. Aber es zählen nur... Der Monat und das Datum. 31 ist I. Aber mit I fängt es nicht an. Und obwohl, 31 und der erste, wenn das der 31. quasi ist, und dann wäre der, dann würde es aber doch mit I anfangen, oder? Okay, das ist nicht richtig. Weil ich gerade gedacht habe, naja, aber dann müsste doch die 1, wenn wir wirklich vom 31. ausgehen, was das erste halt einfach ist, dann müsste es doch I sein, aber das ist es nicht, okay. Ich muss ganz genau, weil wenn ich jetzt was falsch mache, bin ich mega am Arsch. Ich weiß nicht, was einfacher von den beiden ist, um ehrlich zu sein. 31.12. Wir haben hier verschiedene Buchstaben und das kann man halt wirklich so ein bisschen als Kreis, ne? Auch mit Kalender, denke ich mal. Der 31. ist der 3., der 10., der... Aber da fehlen halt die anderen Zahlen noch drin. Ach, so. Man fängt mit... I an, aber... Obwohl, warte. Wenn wir dann... Die Frage ist, ob wir jeden... Doch, man muss jeden Buchstaben, also jede Zahl an sich einem Buchstaben zuordnen, ne? Es ist nicht so, dass es zusammenhängt, oder? Also nicht, dass man 1793 hier irgendwie drauf suchen muss, weil das funktioniert, glaube ich, nicht. Oder ist es so? Muss man jeden Buchstaben einzeln... Aber guck mal, hier zum Beispiel, die Einsen haben auch beide dasselbe. H
Haben ja auch, gibt's ja auch die Zweien. Guck mal, Zweien haben ja auch beide ein J. Und die Einsen beide ein G. Das heißt, jede Zahl an sich bekommt einen eigenen Buchstaben. Okay. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, welche Zahl welchen Buchstaben bekommt. Also, der Tag ist das, was kodiert angibt. So, wir haben jetzt hier den 31. Also, wir fangen bei dem I an. Dann haben wir 1 und 2. Haben wir G und J. Aber hier steht eine 3. Außer das muss man völlig außer Acht irgendwie lassen. Vielleicht ist das auch völlig irrelevant. Das könnte halt einfach nur verwirrend sein. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den 10. irgendwo im Monat haben, müssten wir halt hier anfangen mit 1, 2, 3, könnte ich mir vorstellen. Und so würde das nämlich dann... Warte. Jetzt bin ich sicher. Okay, warte. Ich glaube, ich hab's. 31. Okay, ja, das ergibt Sinn, weil wir haben ja hier der 17.1., also 01 haben wir hier. Und die 17 fängt hier, ich glaube, das ist ein E, weil dann würde das auch Sinn ergeben, dass hier EH steht, weil 0 ist dann der 17. und 1 ist dann das H. Genau, und dann haben wir wieder einen H, dann, warte, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann müssten wir ein B, ja, es passt. 8, 9, ein C, das passt. Und eine 3, 0, 1, 2, 3, ein F. Ja, okay, ich habe den Code. Okay, gut. Also, dann haben wir hier die 0. Okay, warte, jetzt muss ich mir das aufschreiben. Gut, dann fängt 0 ist A, also 24 fängt A. Dann, und weil wir auch wieder 0, 1 haben, fangen wir mit einem A an. 1 ist dann das F. Okay. Dann wieder die 1, das ist wieder das F. Oh, geil, mega, mega cool. So, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste dann das C sein. 8, 9, das H. Und 3, warte. 0, 1, 2, 3, das G. Also müsste der Code sein A, F, F, C, H, G. Ihr müsst euch das ist... verwirrend gemacht hier das Ding, weil es ist halt einfach, aber man muss halt mit dem Tag an sich anfangen. Also der 24. ist hier zum Beispiel das A. Hier ist zum Beispiel der 17. Ich glaube, das soll ein E sein. Ich hoffe, es soll es E sein, sonst würde es keinen Sinn ergeben. Und hier zum Beispiel der 31. ist das I. Und das ist immer die Nulleranzeige. Und hier haben wir zum Beispiel beim 31.12. die nächste wäre dann, die nächste Zahl wäre 1 weiter quasi. 1 weiter wäre dann das G. 2 weiter vom I wäre dann das J und so weiter. Also wir müssen uns das wirklich einfach dann abzählen quasi. Also haben wir, Today A, the date is 24/01/1793. Ja, A. Dann haben wir F. Ja, das ist alles wiederholt. 1793. Dann haben wir nochmal das F. Today the date is 24/01/1793. Dann haben wir das C. Today the date is 24/01/1793. H und G. Today the date is 24/01/1793. C, H und G. Today is the 24/01/1793. A, F, F, C, H, G. Das müsste es eigentlich sein. Okay. Oh ja, sehr schön. Notiere den Geheimcode. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber immerhin. So, ein Stempel für den Brief. Okay, dann gucken wir uns die Stempel mal an. So, die Gravur auf dem Stempel mit Piaggi's Dings. Guck mal. Now, I distinctly remember this seal that Piaggi used on the letter he gave me. This isn't the same stamp. A circle with a cross inside. Okay. Warte mal, wir haben ja diesen Brief eigentlich auch noch irgendwo. Hier, den können wir uns aber leider nicht mehr angucken. Aber er vergleicht ihn automatisch anscheinend damit. Okay, den rechten Stempel. Piaggi once gave me a sealed letter. It had the same seal on it. I remember now. Okay. Giustizia, misericordia, e umiltà. Boy, I gotta brush up my foreign language. I think it's in Italian. Justice,
mercy and humility. Okay, und das ist er auch anscheinend. Warte mal, ich guck mir trotzdem noch den letzten an. This seal is different to the one Piaggi used for the letter he gave me. Yes, I'm certain of it. Das entspricht nicht. This seal is different to the one Piaggi used for the letter he gave me. Yes, I'm certain of it. Okay. On it is written, Flore in Domo Domini. Okay. Das Latin. It blooms in the house of God. Gut. Okay, dann würde ich mal sagen, wir nehmen den Stempel. Piaggi once gave me a sealed letter. It had the same seal on it. I remember now. Okay, dann benutzen wir diesen Stempel. Man kann nur falsch sein sonst. Wähle den korrekten Stempel aus. Ist sogar richtig. Sehr gut. So, perfekt. Okay. Und jetzt den Inhalt des Briefes, ne? Genau. Right. Let's start writing. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. Das Ding ist, ich vertraue halt beiden nicht. Die Frage ist, soll ich jetzt das Richtige machen oder soll ich stattdessen... Ja, ich weiß auch noch nicht. Soll ich beide diskreditieren oder soll ich nur einen von beiden? Also, es ist, ich finde es ein bisschen schwierig. Ich traue dem Braten da nicht so ganz, aber ich weiß ja, dass er Gedanken lesen kann und er hat es auch, glaube ich, schon aktiv angewendet. Ich werde mal das tun, was er will. It turns out, now that I'm here, that I find Lord Mortimer's projects grant us many more advantages in comparison to what Sir Gregory had suggested. We are talking about the future of the Holy See. There. That should be enough to justify the change of vote. Ah, ich finde das ein bisschen doof, dass wir das machen müssen, aber okay. So, ja, den Brief abschließen. Okay, den Inhalt haben wir. Wir können es auch nicht nochmal wechseln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, aber egal. Das sollte passen. So, gefälschter Brief. Sehr schön. Your Eminence, all ready to send... What's he doing here? Damn it. That's all I need. Don't worry, he can't hear us. What do you mean, he can't hear us? What's going on here, Piaggi? So, Louis ist bewusstlos geworden. Das bringt alles plus eins, gerade wegen meinem negativen Effekt. Warte, ich muss mal noch ganz kurz gucken bei Herr von Wilmer. Ablenkung ist seine Schwäche. Okkultismus ist er, glaube ich, ganz gut drin. Louis hat ein Beruhigungsmittel erhalten. Ich könnte hier, komm, wir lesen mal Gedanken. The old goat is going to drop us. It's a lousy turncoat. He'd better not tell me he just fell asleep. Okay, also einfach müde sollen wir nicht erzählen. Okkultismus wird er wahrscheinlich ziemlich bewandert darin sein, also immun. Überzeugung ist ziemlich, ziemlich teuer, hat ein Beruhigungsmittel. Komm, zwei Fehler sind möglich. Calm down now. Monsieur de Richet came to see me because he was having anxiety attacks and wanted something to help him relax. I'm afraid I've been a little heavy-handed. Yes. You can say that again. I was about to fetch someone to take care of him. Would you care to go? There he is. And there he stays. It's a perfect opportunity. What do you mean? It's been a while now that I've been hoping for a chance to get rid of him. Can you keep a secret? Of course, my son. Would you like to tell me under the confidentiality of confession? Ach, don't talk rubbish. I don't trust the little runt because he is Mortimer's son. Would you believe it? How does he know? Dear God, how is that possible? I am flabbergasted. We've wasted enough time. What if he wakes up? If you don't want to get your hands dirty, just turn away and leave everything to me. This is not a decision to be taken lightly. You're defending him now. What are you talking about? Of course not. He's made you change sides, hasn't he? Oh Gott, darf ich mal ganz kurz hier negative Effekte? Holm wird dagegen sein. Überzeugung. Logik. Nicht in diesem Zimmer. Committing a crime in my room is out of the question. Think, it will all be on our heads. No doubt about it. I refuse to run the risk. Right. Yes. Monsieur von Vaughn, I always act in the best interest of all. I assure you. Everyone's entitled to an opinion. You must have lost your mind to want to take such an extreme course of action. No one's asking you to help me do it.
So, Politik. Ich werde Home alles verraten. Ich werde ihm seinen König melden. Mortimer Bescheid. Oh, jetzt ist es ganz tricky. Nochmal Gedanken lesen, komm. He is capable of reporting me to Sir Gregory. I'm really risking my neck here. Soll ich Holmes alles verraten? Sein König? Komm, probieren wir es. If you lay a finger on him, I'll denounce you to Sir Gregory. I'm warning you. You old weasel! Very well, Piaggi, you win. I refuse to let you do the first thing that comes into your head. I don't know what the two of you are up to, but I'll find out sooner or later. Right. Time for me to get back into my body. Huhuhuhu. Sonst wären wir gestorben, liebe Freunde. Holla, die Waldfee. Oi. Right. Don't just stand there, Louis. Mortimer's waiting for you in the Red Salon. Oh Gott, das war so richtig. Ich hätte echt ein bisschen Panik, ne? So, dem Tod entronnen. Zeig mal. Dem Tod entronnen. Du erhältst einen Punkt in Ablenkung. Du hast von Werner daran gehindert, dich zu vergiften. Oh, schön. Das war gut. Gott sei Dank haben wir wirklich jetzt mal aktiv die Gedanken gelesen. Das hat mir wirklich super, super gut weitergeholfen. Uiuiuiui, holy moly, das wird hier noch richtig, richtig, richtig tricky. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben auch, denke ich, den Brief. Ich hoffe, der Geheimcode ist richtig. Keine Ahnung, das erfährt man vielleicht später noch oder so. Ich weiß es nicht. Dass ich jetzt hier, wie gesagt, Lord Mortimer helfe. Ich bin selbst noch nicht so ganz hundertprozentig... Oh, süß. Packt ein bisschen rum. Selbst so ganz überzeugt davon, aber ich will ihn ja erstmal so ein bisschen auf meine Seite wiegen. Ich weiß nicht, ob das dumm ist. Dass ich versuche, mit ihm ein doppeltes Spiel zu spielen, obwohl er meine Gedanken lesen kann. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber ich probiere es einfach mal. So, zu Mortimer in den Speisesaal. Ach so, okay. Dann in den Speisesaal. Das Ding ist, es könnte jetzt natürlich wieder sein, dass wir, wir könnten sogar zu von Wellner, ich weiß nicht, ob das so gut ist, hier noch reinzugehen, obwohl er mich töten will, warte mal, da oben steht sogar noch was. Das Helsch bitte gern. So. Carmelite Water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Sehr schön. So, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch andere Dingerchen haben. Chemistry set. That's not surprising coming from Von Wollner. Sprich, ob wir noch irgendwelche Konversationen führen können mit irgendwem oder so. Bin ich mir nicht ganz so sicher, weil das, wie gesagt, das allein, dass wir... What a mess. Looks like Volner was interrupted. Denn das hatten wir ja schon mal untersucht, ne? Genau, da war ja eigentlich nichts Neues. Okay, ja, also wie gesagt, es kann sein, dass wir jetzt hier vielleicht an dieser Stelle irgendwie noch eine Konversation eventuell verpassen, wenn ich direkt runtergehe. Ich würde gerne nochmal gucken, ob ich zu Emily komme. Ansonsten denke ich, ist das jetzt soweit in Ordnung. Weil sie wirkte ja sehr aufgebracht und deswegen würde ich halt wenigstens gerne einmal nachfragen wollen, ob da auch alles in Ordnung ist. Aber ich schätze mal und nehme an, dass sie mich sowieso nicht reinlassen wird. Und dass es dann eher heißen wird, geh weg, Louis, du bist mein Bruder, ich habe mit dir geschlafen. Tja, liebe Freunde. Ja, okay, ich komme hier eh nicht rein. Gut, dann jetzt runter. Speisesaal war, glaube ich, hier entlang, wenn mich nicht alles täuscht. Heieiei. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir jetzt diese Konfrontation verkackt hätten? Wäre ja richtig kacke geworden. So, Gelee Royal nutze ich gerne und nehme ich gerne auch wieder mit. Hallo, mit dir hatte ich schon einmal geredet. Mit dir muss ich nicht nochmal reden, lieber Napoleon. So, wo ist er? Da ist er. Hallo. So, Louis, what was your first time like? Bewildering, isn't it? Here's your letter. I have to admit that the experience was utterly amazing. Come, tell me more. To tell you the truth, I didn't make it through the first time. Well, that's quite normal on the first try. But you did it. Gregory, what can I do for you?
I've just come to make sure dear Louis has all the information he needs. Needs for what? You are free to make your own choices, William. I would like the same for him, too. There's nothing I want more, Gregory. Your schemes will lead to your demise, brother. Don't involve Louis. He has nothing to do with all this. The end of the conference approaches, and this masquerade will soon be torn asunder. Don't drag him down with you in your disgrace. Oh, ye of little faith. On the contrary, brother, Louis has just entered the family. Give him a chance to find his place. His place? What place is that? At the end of a leash, like all the others. Don't listen to him. He's angry with our father. And with good reason. He governs us in the same way he governs humanity, through fear and submission. Same old tune. When will you understand that it's necessary to impose order for things to move forward properly? You are under his thumb and proud of it. Open your eyes, for crying out loud. His whole system has become outdated, and he's too old to see it. He will lead us to our demise. Here he goes with another of his grand speeches. William has always been fond of staging big scenes. It's his theatrical side. Does he have an inferiority complex? I've told him time and time again, Louis. He always has to take it one step too far. How dare you... You are blind, brother. Even if the evidence bit you on the nose, you still wouldn't see it. I feel sorry for you. Tea is drunk hot or not at all, William. When will you learn? It's too bitter. You shouldn't let it brew so long. I knew you'd be coming along. You are so predictable. Methodical, I would say. Things must be accomplished in the right order if we want the world to keep turning as it does. You came here to warn me, sir. No, to advise you. Advise me against my father? Why? I think you are capable of deciding for... You haven't answered my question. Why warn me against my father? What are you afraid he will do to me? Well, I wouldn't want him to lead you into... I don't know what absurd adventure in you which... You act as though I were in danger. I agree with Louis, Gregory. You're trying to pass me off as a villain about to devour him. That's not funny, William. I won't let him follow you. You see, Louis, Gregory came here to make you change your mind. It's time for things to change. I acknowledge Father has done many good things for humanity, but his time is over, and now he must pass on the torch. That's enough. There, Louis. That's the pathetic example your father has to offer. I really am sorry about what happened to you. You don't know our family yet. We can't have given you a very good impression, but bear in mind that we are all against William's project. On the contrary. If he insists on going through with it, we will have no other choice than to intervene by force. Consequently, my dear Louis, you're going to have to choose sides. I would much rather have met you in different circumstances. There you are, Louis. See what happens when you don't follow their orders to the letter. Louis, I'm afraid the time to decide is now. If you follow William, he will drag you down with him. If, on the other hand, you support me, I can assure you that nothing will happen to you. You won't be blamed for your father's errors. Ah, the masks are off. I offer you liberty. He obliges you to choose, and shamelessly asks you to betray your own father. That is their true face. Right. Before I answer, well, I better think it over very carefully. Do I intend to embrace my demon nature and take my place on the chessboard? Do I stay out of it and do my utmost to stop them? Or do I renounce my nature and do all I can to stay human? Stay human! Voll dafür! I was born a man. I grew up as such. Finding out that I'm a demon makes no difference. I refuse to let them manipulate humanity the way they do. They're gonna ask me to choose between them. I'll just have to go with the lesser evil of the two. But they better not count on me to keep my word. I'll bring them all down. So? Was ist denn los what do you choose, Louis? Tada!
Lord Mortimer oder dem Mr. Home folgen. Also ich muss ehrlich gestehen, ich finde beide blöd. Ich mag beide nicht. Das kleinere Übel meiner Meinung nach wäre eigentlich der gute Home. Er hat halt die, ja, wie soll man sagen, die, die moderneren Ansichten, das Wort hat mir gefehlt, moderneren Ansichten hat er eigentlich, aber ich weiß nicht, wie das noch werden wird. Ich würde einfach mal sagen, diese Entscheidung hebe ich mir für die nächste Folge auf, das passt nämlich perfekt, um einen Cut zu machen. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie hättet ihr euch denn entschieden, und ja, bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Council und ich sage bye bye. Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Council. So, wir stehen jetzt hier zwischen der Entscheidung von Holmes und oder Home und Mortimer. Und ja, wir haben gesagt, wir bleiben menschlich und wählen das kleinere Übel. Ich denke, wie gesagt, dass er, hatte ich ja schon in der letzten Folge gesagt, die moderneren Ansichten hat, aber er weitaus gefährlicher ist als Home. Ich glaube, Home kann man eher noch so ein bisschen... also ich glaube, er ist so ein bisschen Wolf im Schafspelz. Tatsächlich kommt er mir bisher so vor. Ich würde gerne gegen beide vorgehen, aber ich glaube, er ist eher der größere Gegner als Home, weil bei ihm habe ich noch so ein bisschen das Gefühl, man kann noch so ein bisschen rational... Er ist so ein bisschen so schon völlig out of space. So, wir wollen... Also, er klingt einfach too good to be true. Und wenn etwas zu gut ist... als es scheint, ne, also too good to be true ist, dann ist es meist auch wirklich so einfach. Es klingt zu gut, was er einfach hat und was er vorschlägt. Und deswegen glaube ich ihm das auch nicht so, muss ich ehrlich gestehen. Also ihm vertraue ich auch nicht, er ist auch ganz shady und so. Aber er ist, glaube ich, ein krasserer Gegner. Und ich glaube, wenn man sich gemeinsam, und vor allem dann wird ja auch Krieg ausbrechen, wurde ja auch gesagt von Mortimer, dass dann Krieg ausbrechen, Quatsch, von Holm, dass dann Krieg ausbrechen und sie werden gegen ihn zu Felde ziehen und so weiter. Deswegen, dem traue ich nicht so ganz. Ihm überhaupt auch gar nicht. Ich traue beiden nicht. Aber ich glaube, er wird einfacher irgendwie so ein bisschen, dass wir... Ich glaube, er ist ganz shady. Ich glaube, er ist super shady. Also ich will gerne beide aufhalten, aber ich glaube, ich folge Home. Father, I'm sorry, but if I'm going to follow my instincts, I can't in good conscience follow you. Oh Gott. But I hope you won't take it personally, but I prefer to support Sir Gregory. Very well. You have made your choice. It's time we finished what we started, brother. The final vote of the conference over the acquisition of Louisiana will take place in a few hours. I propose you gather your troops and prepare to close the debate. That's precisely what I was going to suggest. Hey. Well, my friends, here we all are. Right there. Isn't the Duchess meant to be with us? No, she's resting in her room. Don't worry. The conference can resume. Now, we all know that tensions have been running high, but now it's not the moment to give in. I really don't understand why Lord Mortimer insists. Yes, indeed. It will only take one of you opposing his project to win the conference. But I would rather have us united until the end. Meanwhile, let us remain on our guard against any last-minute surprises. I know my brother well. Never prepares for war if he has no chance of winning. Okay, Episode 4 das erste Mal. Ich habe einen Brief an den Papst gefälscht. Habe ich Sir Gregory diskreditiert. Ist dann wahrscheinlich nicht so schlau, was ich dann gemacht habe. Gelernt, wie ich meine neue Fähigkeit einsetze. Vorübergehend mit Sir Gregory verbündet. Mal gucken, von Wilner davon abhalten, mich zu vergiften. Habe herausgefunden, wo ich das Al-Asif finden kann. Habe Lady Hillsborough auf ihrem Zimmer gefunden. Also, ja, ich bin sehr gespannt, ob das jetzt nicht einfach dumm war, weil ich habe ihn diskreditiert, weil ich Angst hatte, dass der andere da meine Gedanken liest und so. Aber es ist eigentlich dumm, jetzt auf seiner Seite zu sein. Aber hey, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Mortimer ist wirklich so ein sehr verschlagener Junge. Und ich glaube, der wird mir noch ordentlich viel Stress machen. Oh, 2 Stufen aufgestiegen. Ja, holla die Waldfee. So, 8 Punkte habe ich zur Verfügung. Dann würde ich mal sagen, das mache ich auf 2. Dann komm, hier mache ich Psychologie... Mache ich komplett und dann gibt es hier noch 2 Punkte rein oder mache ich hier noch einen raus? Komm, dann mache ich hier noch einen raus oder warte mal, habe ich, was habe ich denn hier noch? Einen in Befragung. In Befragung, ja gut, Befragung bringt mir nicht so viel.
Aber gut, dann mache ich es lieber so. Dann habe ich nämlich alles auf Stufe 2, Psychologie fast auf Stufe 3. Und ich glaube, das ist dann auch soweit eigentlich ganz gut. Oh, das war's auch schon. Ey, ja, dann schneide ich das noch an die letzte Folge mit ran. Also dann seht ihr, das ist dann immer noch die Folge. Ja, das war's auch leider schon jetzt hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob das alles so klug ist. Man ist sich halt auch nicht sicher. Ne? Bisher sind wir immer mit Lord Mortimer gegangen, haben seine Sachen erfüllt. Ich weiß nicht, ob ich da so schlau war. Ich weiß nicht, ob ich da so... Ich hätte beide blamen sollen in dem Brief. Das wäre es eigentlich noch gewesen. Ich hätte beide blamen sollen in dem Brief. Und dann hätte es geheißen, so von wegen, ja, beide sind einfach verrückt. Ich hätte das mal machen sollen. Ich bereue das jetzt so ein bisschen. Aber gut, man hat halt hier auch keine Ahnung, worauf das Ganze hinauslaufen wird, dass man sich ständig entscheiden muss. Das kann ja auch keine Sau wissen, sag ich jetzt mal ganz grob. Warum ich jetzt das hier laufen lasse, liegt einfach daran, dass die 5. Episode noch nicht veröffentlicht wurde. Und wir dementsprechend ein bisschen warten müssen, bis es mit The Council weitergehen wird. Also die ersten drei Episoden, die gab es schon, als ich das Projekt angefangen habe aufzunehmen. Die 4. Episode kam während meines Urlaubs raus und auf die 5. Episode dürfen wir jetzt wahrscheinlich nochmal so vielleicht einen Monat oder so warten. Ich weiß nicht, wie jetzt die Veröffentlichungen waren in letzter Zeit oder vielleicht auch 3 Monate, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, die 5. Episode und abschließende Episode kommt dann leider erst ein bisschen später. Ich weiß noch nicht. Notfalls könnten wir unsere Entscheidung nochmal revidieren. Wenn ihr jetzt der Meinung seid, vielleicht solltest du doch lieber mit Mortimer gehen oder so, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann gucken wir einfach mal. Vielleicht revidiere ich das dann nochmal. Aber ist ja auch interessant zu gucken, worauf jetzt das ganze Spiel hinauslaufen wird, wenn es so ist, wie es gerade ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Ich hoffe, bis hier... hin hat es euch auch Spaß gemacht. Ich muss wirklich sagen, das Spiel wird interessanter und interessanter. Viel, viel Talky-Talky und so. Aber ich finde, wie gesagt, es erinnert mich halt an Life is Strange Before the Storm, ne, mit diesen Entscheidungen und dass man nur eine gewisse Anzahl an Fails zur Verfügung hat und so weiter und so fort. Also bis hierhin ist das schon mal gar nicht so schlecht und sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auch auf die letzte Episode, Episode 5, und hoffe, dass sie bald erscheinen wird. Und ja, ihr könnt gerne schon mal eure Kommentare da lassen und schreiben, wie ihr so glaubt, dass es ausgehen wird. Dass sie tot ist, ist das Geilste. Und würde sehr gerne jetzt an dieser Stelle dann auch einen Cut machen wollen und würde sagen, meine lieben Freunde, wir sehen uns dann in der letzten Episode von The Council, im letzten Kapitel, Episode 5. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage bye bye.